Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Heute mal mit etwas ganz Besonderem. Und zwar kann ich euch das erste britische Schiff im Spiel vorstellen. Die Warspite hat es nämlich geschafft, auf die Server zu kommen. Wir können ja mal ganz kurz auf den Tech-Tree gucken. Ja, hier haben wir UK und da haben wir die Warspite als einzigen Vertreter der Royal Navy. Genau, was ist sie? Ein Premium-Schiff, Schlachtschiff vor allen Dingen. Das ist das erste Premium-Schlachtschiff, was es gibt, auf Stufe 6. So, dann gucken wir uns mal die liebe Warspite an. Sie ist die eins der Schiffe der Queen Elizabeth-Klasse. Also kann halt auch sein, dass die Queen Elizabeth-Klasse hier wirklich noch ins Spiel kommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jedenfalls ist sie ein Vertreter dessen. Sie wurde 1915 in Dienst gestellt und hat beide Weltkriege mitgemacht. Unter anderem war sie auch Teil der Skagerrak-Schlacht und der Schlacht um Narvik. Ja, war da relativ erfolgreich und ja, sieht auf jeden Fall sehr kompakt aus, kommt in einem leichten Beige daher und ist massiv bewaffnet. Aber da gucken wir gleich zu. Zuallererst müssen wir sie mal in Relation sehen zu den Schiffen, die es bereits gibt. Also als Premium ist es ja so, dass ihr jegliche Crew der Schlachtschiffe der britischen Navy hier einbauen könnt. Es gibt nun leider noch keine, aber später dann könnt ihr sie hier ohne Probleme einsetzen und damit trainieren. Ansonsten macht sie halt auch ein bisschen mehr Credits. Aber gut, gucken wir uns mal die Stats an. Zuallererst hat sie 53.800 Hitpoints, das ist ein bisschen wenig. Die liebe Kongo hat nämlich ein bisschen mehr und die Kongo ist eine Stufe tiefer. Ansonsten ist sie saustark gepanzert mit 330 mm auf Tier 6, dürfte so ziemlich das schwerst gepanzerte Schiff sein, das es derzeit in diesem Spiel auf Stufe 6 gibt. Ja, Artillerie. Jetzt kommen wir mal zu den interessanten Sachen. Und zwar hat sie eine Main Battery von 4x2 381 mm. Das ist einmalig auf Stufe 6. Es gibt nichts, was mehr Kaliber mit sich bringt. Allerdings hat das auch ein paar Nachteile. Ihr seht vielleicht die Drehzeit eines Turms von links nach ganz rechts, 180 Grad, beträgt 72 Sekunden. 72 Sekunden, das ist so viel, wie die Yamato braucht für ihre Türme. Also extrem viel. Das ist also kein wirklicher Nahkampfkreuzer. Man kann ihn sehr, sehr, sehr leicht umrunden, beziehungsweise Schlachtschiff, wie auch immer. Und ja, das ist halt wirklich mit die größte Schwachstelle. Aber sie hat ja als Premium natürlich noch ein paar andere Schwachstellen. Unter anderem die Reichweite der Geschütze beträgt nur 16,3. Die Kongo zum Beispiel, eine Stufe drunter, hat ein, ja, ungefähr 4 Kilometer mehr Reichweite. Also an die 20 Kilometer. Die hier kommt also nur mit 16 Kilometern daher. Das heißt, man muss ein bisschen näher an den Feind ran. Aber das Schiff hier verkraftet einiges eben durch die starke Panzerung. Und ihr seht es vielleicht, sie ist nicht wirklich sehr, sehr lang. Sie ist sehr, sehr klein. Wir können ja mal ganz kurz die liebe Kongo mit dazu nehmen. Wo haben wir sie? Hier hinten. Die Kongo ist mal eben doppelt so lang. Also, es ist ein sehr kompaktes Schiff. Na, wo haben wir sie? Nein, das ist die Centauris. Da, Warspite. So. Die liebe Warspite hat natürlich auch noch ein paar andere Nachteile. So, und zwar mit den AA-Guns ist sie wirklich sehr, sehr gut bewaffnet, muss man einfach sagen. Mit 4x8 40 mm, das sind die Dinger hier, da kommt so schnell kein Flugzeug dran vorbei. Wir haben auch 4x100 2 mm und 11x20 mm. Ja, also die ist ziemlich gut bestückt, was Anti-Air angeht in Stufe 6. Aber jetzt kommen wir halt zu einem der Nachteile. Sie macht maximal 24 Knoten. 24 Knoten, das ist wirklich extrem langsam. Zum Vergleich, die liebe Kongo, die hat, müssen wir nochmal gucken. Die liebe Kongo als Schlachtkreuzer hat 31 Knoten. Und die liebe Amagi kommt mit 30 Knoten daher. Also 24 Knoten ist wirklich extrem wenig. Sie ist wirklich eher, ja, gemächlich. Und dazu kommen natürlich noch die 16 Kilometer Reichweite. Das heißt, man muss langsam an den Feind heranfahren. Ja, am meisten Spaß macht sie dann wahrscheinlich im Verband. Das werden wir auch gleich mal testen. Und ja, ich würde sagen, wir haben alles erstmal zur Warspite gesagt und wir schauen sie uns jetzt mal live an. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon auf den Weltmeeren unterwegs mit dem ersten Vertreter der Royal Navy, die Warspite Queen Elizabeth Klasse. Wir fahren hier im Verband mit dem lieben Silverlane, ebenfalls in der Warspite. Hu, Silver. Hallo. Ja, die Nachteile der Warspite haben wir nun schon durchgekaut. 24 Knoten, das ist ungefähr das Kaliber einer St. Louis. Und auch die Türme drehen sich genauso schnell wie die zum Beispiel der Yamato, also extrem langsam.
Aber das Schiff hat nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile. Zuallererst ist das Ding sehr viel präziser als jeder Japaner und ihr seht es jetzt vielleicht, wir können manövrieren wie ein Schlachtkreuzer. Ja. Die Ruderstellgeschwindigkeit beläuft sich auf gute 20 Sekunden, kann man aber ein bisschen nachhelfen mit Modulen, aber das Ding hat einen Wendekreis von 550 Metern. Zum Vergleich, eine Amagi kommt da fast mit einem Kilometer daher. Das heißt, das Ding dreht sich auf einer Euromünze, wenn es will. Und genau, das ist die Krux an der Sache. Um hier erfolgreich zu sein und die Türme ja, einzudrehen auf den Feind, dreht man einfach das Schiff. Ja, so wie hier. Das ist einfach der Spielstil hier dieses britischen Schiffes. Es ist wirklich sehr kurz und da es so kurz ist, kann es sehr schnell drehen. Das heißt, man dreht halt wirklich immer das Schiff auf den Gegner quasi, um die Türme zu entlasten. Und genau das machen wir hier auch ständig. Uch, da war ich zu weit. Das kann halt auch passieren. Man muss da sehr gefühlvoll arbeiten. Das Schiff, oh, einer Ober, nicht ram, nicht ram. Ja, man muss hier wirklich das Schiff immer in Richtung Feind drehen. Das machen wir jetzt. Wir drehen jetzt langsam das Schiff nach links, um unsere Türme hier ins Zentrum zu bringen und müssen ganz gefühlvoll wieder abdrehen und mal gucken, ob wir jetzt den kleinen Zerstörer da hinten treffen, aber ich glaube eher nicht dran. Ja, da schlagen unsere Salven leider ein bisschen hinter dem Schiff ein. Ich habe nicht weit genug vorgezielt, sehr schade. Wie gesagt, das Schiff ist ziemlich präzise. Die Abweichung beträgt nur 220 Meter circa. Das ist sehr viel weniger als zum Beispiel bei der Fuso. Die Fuso ist ja eher so, ja, die Schrotflinte unter den Battleships. Und das Schiff hier ist wirklich relativ präzise. Also, wenn wir hier alles unter 16, 15, 14 Kilometern treffen, dann ja, ist es auch kein Problem, da mehrere Salven ins Ziel zu bringen. So, das größte Problem ist halt wirklich nur diese 16 Kilometer Reichweite. Ihr seht es am Rand der Karte. Wir haben gerade wenig Chancen, irgendwas zu beschießen, außer eben diese schnellen Oma-Schiffchen hier. Wir fliegen mal mit, gucken, ob wir treffen. Die erste Salve kommt ganz gut. Nee, der dreht nach links. Boah, verdammt. Ja, das ging leider ziemlich daneben, aber gut. Ja, jetzt ist er wieder knapp außerhalb unserer Reichweite gleich. Und hier kommt einiges. Hm. Bei 10 sieht es aber auch nicht besser aus. Nee. Deswegen müssen wir hier jetzt irgendwann mal demnächst was treffen. So, ich werde jetzt hier erstmal auf die Fuso schießen. Mit verschiedenen Vorhaltewinkeln wieder. Um so den richtigen rauszufinden. Na, ja, der erste war ein Tick zu weit vorne, aber ich und Ziel. Okay, wenigstens ein Treffer. Da kommen auch ein paar Torpedos auf die Fuso, das sieht ganz gut aus. Und die nächste Salve sollte dann komplett treffen. Wir drehen aber jetzt schon mal ein bisschen ab. So, werden dann schon mal die Geschütze ein bisschen neu ausrichten. So. Weil in diesen ja, Sumpf von Gegnern will ich jetzt eigentlich nicht hineinfahren. Das muss nicht unbedingt sein. Und die dreht nach links ab. Deswegen müssen wir ein bisschen höher zielen. Wir fliegen wieder mit. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen Treffer landen. Nein, 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 sieht nicht gut aus. Mist. Ihr seht's, ich habe nicht gut gezielt. Das passiert mir des Öfteren, wenn die einfach so aus dem heiteren Himmel abbiegen. Oh, Phoenix, was machst du hier? Hau ab. Ja, aber ihr seht schon, wie krass manövrierfähig diese Warspite ist. Also, oder die Waldfee. Das ist man so von Japanern zum Beispiel gar nicht gewöhnt. Da braucht man ewig. So, jetzt drehen wir hier wieder ein. Folgen ein bisschen ich der Ober. Ich hätte gedacht, die dreht noch weiter. Ja, ich bin außerhalb der Reichweite. Keine Chance mehr, komm nicht ran. Ja, zwei große Nachteile der Warspite. Die Reichweite und die langsamen Türme. Den langsamen Türmen kann man halt, wie gesagt, ein bisschen entgegenkommen, indem man das Schiff dreht. Das geht wunderbar, aber die Reichweite, da kann man leider nicht allzu viel machen. Deshalb boah, müssen wir halt damit leben. Und da haben wir gleich einen Zerstörer auf der linken Seite, die liebe Clemson. Wenn sie rauskommt, werde ich sie mal ein bisschen behaken. Vielleicht treffen wir die. Sieht ja im Moment nicht allzu doll aus. Wir haben erst zwei Treffer, aber gut. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen an das Schmuckstück hier gewöhnen. Das ist mein erster Tag heute, wo ich das Ding ausprobiere. Ja. Da fliegen unsere ersten zwei Schuss. Und der dreht ein. Oh, hat er sich doch anders überlegt. Okay, den werden wir nicht treffen. So. Ne, wir wollen die Insel nicht rammen. Wir drehen mal voll nach rechts. Und kümmern uns um die Fuso. Das kann ich da auch gleich wieder drauf wirken.
Bisher haben sie noch nicht auf uns geschossen. Und die Fusos. Ach, Phoenix, hier fahre ich eigentlich, aber. Ja, okay. Die Phoenix nervt ein bisschen. Umaha, direkt voraus. Hat sich aber versteckt. Gut. Schießen wir jetzt mal auf die liebe Fuso da hinten. Die ist nämlich exakt außerhalb der Reichweite fast. Und da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, wohin wir schießen. Mehr geht halt nicht. Weiter vorhalten können wir nicht. Schade. Ich glaube nicht, dass wir die treffen. Ah, hier links ist noch eine Phoenix. Dann werden wir jetzt mal Punkt A erobern und die Phoenix hier links behaken. Die fährt nämlich gleich gegen eine Insel. Ah, oder auch nicht. Nee, genau dazwischen durch. Oh, wie gemein. Zu viele Inseln hier. Viel zu viele Inseln. Auf die rechts kann ich nicht wirken. Nur auf die links. Vielleicht auf die Omaha noch. Mal gucken. Ja, Omaha sieht gut aus. So, Türme ausgerichtet. Und das gute. Eine Omaha gerade richtig gefressen. Ja, wenn sie rauskommen, wenn sie jetzt noch einen Tick weiter vorfällt. Komm, 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 komm. Dann kriegen wir sie. Hinter. Cut hinter dir fährt übrigens ein Zerstörer lang. Falls du den nicht bemerkt hast. 13 Kilometer, ja. So, wir haben unsere Omaha versenkt. Brennen jetzt so ein bisschen. Das können wir aber mal kurz stoppen mit R. Und ich werde dann links erstmal mich um die Phoenix kümmern. Weil die Fuso ist mir gerade nichts. Und da hauen wir hier mal ab. Ja, Fuso schießt auf mich. Nix wie weg hier. Wir reparieren gleich mal unseren Rumpf. Für die nächste Salve. Und schießen gleich auf die Phoenix. Na, komm, 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 komm. Komm raus. Ich sehe dich nicht. Hm. Viel zu viele Berge hier. So. Die dürften treffen. Hm, bin schon weg. Ja, da haben wir sie erwischt. Ihr seht, also so viel manövrieren musste ich mit noch keinem Schiff außer einem Zerstörer vielleicht. Also das Schiff ist sehr, 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 sehr manövrierfähig und muss auch so gefahren werden. Es geht nicht anders. Da haben wir die Phoenix gut erwischt. Jetzt hoffen wir, dass wir gleich nochmal nachladen können. Nochmal eine schöne Breitseite. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und ansonsten drehen wir jetzt auf die Fuso. So, da kommen die Torpedobomber. Ihr seht, Flak ist relativ gut. Wir haben einen Torpedobomber abschießen können. Jetzt werden wir aber hier beschossen. Frag mich nur von wo. Ist da hinten rechts noch irgendwas? Nee, die Oma habe ich gerade weggeschossen. Ja, jetzt werden wir nämlich von mehreren Seiten beschossen. Die Phoenix kann nämlich auf uns wirken, wir aber nicht zurückschießen, wegen dieser dämlichen Insel. Und ja, jetzt geht's erstmal auf die Fuso, die muss weg. Leider sind unsere Türme noch nicht ganz eingeranged, die drehen sich halt noch. So, ja, ihr seht schon, die Türme brauchen ein wenig. Und jetzt drehen wir noch ein bisschen den Rumpf für die letzte Salve. Und jetzt dürfen wir demnächst gleich die Fuso ordentlich treffen. Gut, da haben wir sie. 8000. Jetzt müssen wir hier wieder zwischen den Inseln durchmanövrieren. Ich drehe jetzt das Heck quasi hinter mir zur Phoenix. Das Spiel werden wir wahrscheinlich verlieren, weil einfach zu viele gegnerische Schiffe noch am Leben sind. Aber wir versuchen jetzt noch die Fuso rauszunehmen. Unsere liebliche Tigerin ist auch noch da. Silver ist rechts von uns. Und auf die Fuso kann ich gleich nicht mehr wirken wegen dieser dämlichen Inseln. Ja, ihr seht, wir haben hier wirklich keine hohe Flugbahn. Das heißt, wir sind deshalb sehr präzise. Weil die Geschosse eher eine sehr wenig ballistische Bahn haben. Aber für die Fuso sollte es reichen. Und jetzt können wir nochmal schön hier zu lang. Zack. Ja, schöner Treffer. 8000. Kein Zitadellenhit. Macht aber nichts. Und die Torpedobomber wollen irgendwie immer noch angreifen. Die stehen die ganze Zeit unter Flakbeschuss. Wir reparieren mal kurz unseren Rumpf. Und jetzt geht's. Fuso hat einen Turm weniger. Sehr schön. Jetzt geht's der Fuso an den Kragen. So, wir halten einfach mal mitten rein in das gute Stück. So, das dürfte jetzt gleich wehtun. Ja, hat noch einen Turm weniger hinten. Den haben wir sogar komplett vernichtet. Ihr seht es vielleicht, genau da, wo ich drauf zeige, da seht ihr, wie die Geschütze in alle Richtungen gucken. Also der ist nicht mehr reparierbar. Und ich denke mal, das wird es jetzt auch gleich gewesen sein mit der Fuso. Eine ordentliche Salve hier und ja, Silverline hat es gemacht. Gut, ich würde sagen, wir drehen einfach mal komplett um. Na, ich drehe mal nach rechts.
und dann holen wir uns mal... Ne, ich fahre nach links. Punkt B. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass wir das noch schaffen. Rein von den Punkten her sind die Gegner uns weit überlegen. Ich fahre jetzt aber um die Insel rum, versuche jetzt noch ein bisschen die Kuma und die Phoenix ist out of range. Schade. Nur die Kuma können wir noch beschießen. Na gut. So, wir fahren um die Insel rum, dann brauchen wir nämlich nicht unsere Türme neu ausrichten und können dann gleich auf die Kuma schießen, sollte sie hier rauskommen. Wenn wir sie sehen. Ich starte mal mein Aufklärungsflugzeug. Ich glaube aber nicht, dass es viel sehen wird. Denn die Reichweite eines Aufklärungsflugzeugs ist nicht allzu hoch. Wir haben jetzt auch gerade gestartet. Einer von uns hat zumindest schon mal die Fuße entdeckt. Na. Oh, Torpedobomber direkt voraus. Ach, na egal. Das können wir uns jetzt auch noch leisten. So viele Torpedobomber sind das nicht mehr. Und wir können jetzt auf die Kuma schießen. So. Kumas sind sehr schnell. Müssen wir sehr weit vorhalten. Und die dreht halt nach rechts. Schlecht. Gut. Machen wir das einfach mal hier. So. Hat's aber Glück gehabt. Doofe Kuma. Aber die Kugeln kommen ganz gut. Ah, schade. Ganz knapp daneben. Gut. Macht nichts. Torpedobomber direkt voraus bei mir. Und zwar alle sechs. Haben ihre Torpedos abgeworfen. Und wir versuchen genau mitten durch zu fahren. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja. Heck, 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 heck. Uah. Das geht sonst nur mit einer Kongo oder einem Yogi, was wir gerade eben gemacht haben. Also sehr wendig, das Ding. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Wir haben nur leider noch nicht viele Treffer gehabt. Das liegt ganz einfach an der Natur des Spiels gerade. Denn die fahren hier gerade alle out of range und wir können nichts machen. So, reparieren können wir uns leider nicht mehr. Und da kommt noch eine Fusu. Die haben einfach viel zu viele davon. 7 Minuten, ne? Oh, die Kuma ist schon mal weg. Ah, so. Die Fusu gibt mir gerade richtig. Da sind wir nur noch zu dritt. Du hast nur noch 5000 HP. Unsere liebliche Tigerin sieht auch nicht mehr allzu gut aus, was die HP angeht. Oh. Hat aber die Phoenix eben erwischt. Sehr schön. Von der Phoenix ist nicht mehr allzu viel übrig. Und wir können jetzt gleich auf die Fusu wirken. Und genau das machen wir jetzt auch. Quasi unser letztes Gefecht gegen eine Übermacht. Wir haben noch zwei gegnerische Fusos, da seht ihr sie. Eine Phoenix. Oh, Hit of Citadel. Der Fuso haben wir ganz schön eingeschenkt. Und jetzt bist du alleine. Ja, komplett allein. Macht aber nichts. Wir gehen jetzt einfach quasi in die letzte Schlacht mit unserer Warspite. Und ihr habt gesehen, das Schiff ist wirklich richtig, richtig gut. Also mir macht das richtig Spaß. Es hat große Nachteile. Oh. Wir haben verloren. Aber ich habe überlebt. Ja. Wir haben große Nachteile mit dem Schiffchen hier. Wir haben nur 16 Kilometer Reichweite und wir haben ja wenig Möglichkeiten, unsere Türme zu drehen. Wir müssen also wirklich sinnvoll manövrieren. Wir müssen sinnvoll arbeiten. Und wir können ja mal ganz kurz gucken, was ich für Module eingebaut habe. Wir haben hier für die Hauptbatterie die Modifikation 1. Ja, weniger Chancen auf, dass das Magazin uns um die Ohren fliegt. Das... die Geschütze kaputt gehen, 20%, und dass die Reparaturzeit ein bisschen geringer ist. Und genau hier überlege ich jetzt gerade, ob ich hier eventuell die Modifikation 2 einbaue. Dafür kriegen wir 10% mehr Reload Speed, aber auch 15% mehr Aiming Speed. Das bedeutet, unsere lieben Geschütztürme drehen sich 15% schneller. Und bei 72 Sekunden ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Deswegen werden wir das jetzt auch machen und haben das jetzt nun eingebaut. So. Beim nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie es damit läuft. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Eindruck zur Warspite, dem ersten britischen Schiff in World of Warships. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss. Da rechts haben wir noch eine Oma, die kommt gleich raus. Auf die werde ich nochmal schießen. Geh mal nach links. Oh. Und stell mich das Schlachtschiff. Und ich werde nochmal die Oma beschießen. Weil ich keine Lust jetzt auf noch eine Torpedosalve. Und wir schießen. So. Mal gucken, ob die treffen. Nein, wir müssen noch einen Tick weiter vor. So. Das müsste eigentlich sitzen. Ja. Und nochmal. Und versinkt.